Wie kommt eigentlich ein Vertrag zustande? Wir klären es in diesem Jura Basics Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und auf vielfachen Wunsch starten wir eine neue Serie namens Jura Basics. Da erklären wir euch Grundfragen des Rechts. Grundfragen, die Jurastudenten vielleicht schon im ersten Semester kennen, Otto Normalverbraucher aber vielleicht noch nie gehört hat. Es geht also darum, euch zu erläutern, wie funktioniert Recht, wie funktioniert das, was ihr intuitiv eigentlich sowieso jeden Tag schon richtig macht, im Detail, damit man die Feinheiten des Rechtssystems mal so ein bisschen erklärt. Wir wollen starten mit einem alltäglichen Geschäft, einem Vertragsschluss und der Fragestellung, wie kommt eigentlich juristisch gesehen ein Vertrag zustande? Ein Vertrag kommt juristisch gesehen durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande und diese nennt man Angebot und Annahme. Das heißt, irgendjemand kommt her, bietet euch etwas an und dann müsst ihr dieses Angebot annehmen. Erst dann ist der Vertrag geschlossen. Aber an das Angebot sind spezielle Voraussetzungen im juristischen Kontext gekoppelt. Nicht alles, was so in den Raum gesagt wird, ist schon das Angebot für einen Vertrag. Das beste Beispiel, was wir mal hatten, war die Ware im Supermarkt, die dort steht. Die ist kein Angebot, sondern nur ein Bewerben der Ware und der Kaufvertrag kommt nachher erst an der Kasse zustande. Auch in Prospekten sagt man, das ist noch kein Angebot. Hier fehlen noch wesentliche Merkmale, hier fehlt der sogenannte Rechtsbindungswille, weil der Verkäufer gar nicht weiß, ob er die Ware auch vorrätig hat. Also ein Angebot muss klar formuliert sein als solches und muss alle wesentlichen Vertragsbestandteile beinhalten und eben diesen Bindungswillen, dass man an das Angebot sich auch später binden will. Denn man ist an das, was man jemandem anbietet, dann gebunden und muss das dann auch entsprechend so liefern. Es sei denn, man sagt, ich möchte nur 3 Tage an mein Angebot gebunden sein. Das ist ein Zusatz, den man im Rahmen der sogenannten Privatautonomie, in dem Rahmen der Vertragsfreiheit schon noch dazusetzen kann. So, damit haben wir jetzt erstmal das Angebot. Jemand will sich binden, hat die wesentlichen Vertragsbestandteile genannt. Jetzt kommt der zweite Teil, damit es überhaupt erst zum Vertrag kommt. Jemand muss dieses Angebot, was klar formuliert sein musste, annehmen. Er kann das annehmen durch Nicken oder auch durch Annehmen der Ware, durch Annehmen des Brötchens und Rüberschieben des Geldes. Damit hat er sogenannter Konkludent durch stimmiges Verhalten das Angebot schon angenommen. Wenn er allerdings euch das Angebot nicht vorbehaltlos annimmt, sondern zum Beispiel sagt, der Bienenstich, den bietest du als Verkäuferin mir hier gerade für 1,60 Euro an und legst sie mir auf die Theke. Ich zahle dir 1,40 Euro. Dann sagen wir Juristen, das Angebot der Verkäuferin, die sagt, hier bitteschön, der Bienenstich für 1,60 Euro, ist abgelehnt worden. Und mit der Ablehnung habt ihr als diejenigen, die sagen, ich würde es für 1,40 Euro nehmen, ein neues Angebot gemacht. Dieses Angebot könnte dann die Verkäuferin wieder ihrerseits durch Nicken annehmen und damit wäre dann der Vertrag erst zustande gekommen. Man sieht also, was eigentlich ganz simpel klingt, kann im juristischen Kontext schon etwas schwieriger sein, immer dann, wenn Sachen nicht eindeutig geäußert worden sind oder Sachen nicht ordentlich erklärt worden sind. Was im Übrigen auch noch in diesem Zusammenhang Vertragsschluss immer ein großer Fall ist, den viele Jurastudenten lernen, das ist der Fall der Trierer Weinversteigerung. Jemand kommt rein in eine Auktion, hier wird teurer Wein versteigert, kommt etwas verspätet rein, er sieht vorne einen Freund sitzen, winkt dem und da ist die Frage, mit der wir Juristen uns beschäftigen müssen, hat er damit schon ein Angebot abgegeben, um zum gerade gebotenen Kaufpreis zu bieten? Nein, hat er nicht, denn er wollte sich ja gerade nicht binden, er hatte keinen Rechtsbindungswille, er wollte nur jemandem winken, aber er wollte nicht die Hand heben, um hier bei der Auktion eben etwas zu ersteigern.
So viel müsst ihr wissen, aus meiner Sicht, wie ein Vertrag zustande kommt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ja, dann Daumen hoch, dann machen wir noch mehr aus dieser Serie. Falls euch noch irgendwas unklar ist, postet es gerne hier runter. Es ist klar, dass wir nur immer einen Teilbereich abdecken können, aber ich möchte euch den relevanten Teilbereich, der für Otto Normalverbraucher in der Praxis tagtäglich relevant werden kann, vermitteln, und ich hoffe, es gelingt mir in dieser kleinen Videoreihe Jura Basics. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Tschüss und bis morgen.